Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Allerwochenshow. Diesmal mit dabei Philipp. Hi. Fabian. Moin. Und Kilian. Hallo. Ja, wir haben uns von den ersten Schock der angepassten Punkte erholt. Alle so ein bisschen. Mehr oder weniger. Der Finn hat sogar vergessen, sich selbst anzukündigen. Ach ja, hey, ja, der Schock sitzt auch noch ein bisschen tiefer. dafür hat AMG uns jetzt in dieser Woche auch noch die ersten beiden Artikel rausgebracht für das neue Regelbuch. Da reden wir gleich alles mal ein bisschen über die Artikel genauer drüber. Und ja, jetzt sind wir erstmal alle verwirrt, sind auch geschockt. Aber wir gucken mal, ob wir das alles irgendwie so hinkriegen, dass es ein bisschen Sinn macht. Ja. Gut, also wie ging es euch alle letzte Woche? Das war ja alles gestern ein bisschen spontan und dann kamen die Punkte raus und alles war still bei uns. Und genau Stille. Ja, also, ja, was soll man sagen, Kilian? Wie war das Punkte-Update, was du erwartet hattest? Nee, das war nicht das Punkte-Update, was ich erwartet habe. Ganz ehrlich gesagt, ich hätte da schon noch ein bisschen mehr erwartet und einen etwas größeren Rundumschlag. Angesichts der Regeln kann ich es aber auch irgendwie verstehen. Ich finde es sehr gut, dass Pikes genervt wurden. Ich finde es auch sehr gut, dass die generischen Upgrades so angepasst wurden, wie sie angepasst wurden. Weil ich finde, teilweise waren die Upgrades halt auch einfach sehr gut, ja, gerade Situational Awareness und so und Vigilance, weil das eben das Token-Stacking wieder ermöglicht hat und so. Ich glaube, was jetzt nicht so ganz auf dem Schirm war, ist die Anzahl an Kollateralschäden, die dadurch passiert. Ja, auch so Hartnäckigkeit hat man ja auch quasi überall gesehen, muss man ja auch ehrlich sagen. Ja. Ja, ja. Ja, Fabian, Philipp, wie habt ihr das verarbeitet, das Ganze? Ich glaube, Fabian als Reiter-Imperium-Spieler war jetzt nicht so unzufrieden. Ja, also ich kann mich als Imperium-Spieler wirklich nicht beschweren. Ich meine, man hätte ja viel mehr nerven können eigentlich. Ich habe mir eine Herr-der-Ringe-Armee gekauft. Das ist so meine erste Reaktion. Nee, im Moment bin ich ein bisschen unmotiviert. Ich warte jetzt einfach bis Januar, bis dann die Regeln komplett raus sind und dann alles neu ist. Ich glaube, dann wird es ganz cool, aber bis dahin ist halt ein langer Monat. Ja gut. Also es gibt auch Menschen, die haben Weihnachten und Silvester einfach nicht so viel Zeit, Dinge zu tun. Aber gut. Du hast mich gezwungen, damit anzufangen. Das stimmt. Ich bin da ganz alleine schuld. Ja, also bei mir war es, also ich fand es auch gut, dass die Pikes genervt worden sind. Das war jetzt vom Umfang her auch nicht das, was ich erwartet habe oder beziehungsweise was wir so in den letzten Jahren gewohnt waren. Also auch als Separatistenspieler muss ich ganz ehrlich sagen jetzt hier, dass die Magna Garde, also die Panzerfaust und der Ionenkanone bei dem Dorspider deutlich teurer geworden sind, da kann ich absolut gut mit leben. Also es war ja lange Zeit ein großes Meta. Vielleicht sieht man jetzt auch mehr einfach nur nahkampffokussierte Magna Garde und so und vielleicht auch mal die anderen schweren Waffen auf der War Spider Droid. Aber ansonsten war es jetzt halt, hat es mich halt nicht mitgerissen. Aber okay, so ist es. Ja, ich fand es prinzipiell auch sehr, sehr, also was ich wirklich gut fand, war, dass die Ionenwaffe halt teurer wurde. Also wirklich wirklich gut. Weil ich finde, jetzt unabhängig davon, ob es jetzt Pikes gibt oder nicht, aber diese Ionenspinnen haben halt einfach schon ein bisschen Einheiten aus dem Spiel verdrängt, wenn sie gut sind. Na? Auch für die interne Balance war es halt ganz, ganz schwierig, fand ich, bei Druiden. Weil wenn auch Druiden gegen Druiden spielen und der eine hat Ionenspinnen und der andere nicht, war halt irgendwie total kacke. Ja, also das ist schon okay, dass sie teuer geworden ist, dass die Ionenwaffe, die halt diese Ionen-Sonderregel jetzt mitbringt, die beste ist auch und auch noch die am meisten Schaden raus hat, ist vielleicht nicht unbedingt nötig. Dass sie jetzt so viel teuer geworden ist, die 15 Punkte, das ist schon eine ganz schöne Nummer. Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt im allgemeinen Spinnen so sehr oft wiedersehen wird, ganz ehrlich. Ja, vielleicht hätte man die anderen Waffen noch ein bisschen anpassen können, einfach auch. Ja.
Also aktuell gibt es für mich persönlich zum Beispiel keinen Anreiz, Spin zu spielen. Gar nicht. Ja, aber dafür kannst du wieder Steps spielen. Was ich vorher nicht konnte, weil? Ja. Ah ja. Gut, ein Punkt an Kilian. Ja, sehr gut. Gut. Ja, aber es ist schon okay. Also vor allen Dingen, oder was ja auch ganz wichtig ist, ist, dass es dadurch wieder wahrscheinlich mehr Fahrzeuge geben wird. Ne? Hat man ja jetzt auch schon in der Meta gesehen. Die Spinnen sind natürlich auch schon zurück. Ja? Und dadurch sind auch die Fahrzeuge wieder ein bisschen mehr rausgekommen. Also für die Vielfalt von den Listen ist es auf jeden Fall schon richtig so. Ja, genau. Und den Rest wird man halt eh sehen, wenn das Regelbuch dann irgendwann rauskommt. Komplett. Wir haben jetzt ja nur ein paar kleine Teaser, worüber wir auch noch ganz, ganz viel sprechen werden. Ja, dann sehen wir halt wirklich, wie sich ja, die Listen wieder finden werden. Ne? Das wird ja ganz, ganz spannend. Gut. Gibt es noch irgendwelche Hot Takes aus den Punkte-Update? Wer spielt bei der WM alles Blizzard Force? Alle. Vielleicht sollte man da noch die Regeln abwarten. Ja, aber... Bevor man das entscheidet. Ja! Ach, das ist ein bisschen deprimierend, aber okay. Ja, Blizzard Force scheint erstmal ganz okay zu sein weiterhin. Aber es kommen noch Regeln raus, neue, weiter alles. Es kommen auch noch neue Einheiten raus. Ich glaube, Dark Trooper werden auch ganz gut. Das ist richtig. Endlich was fürs Imperium, das ist richtig. Mehr Droiden sind immer gut. Eben. Und es kommen aber vielleicht ja auch noch hier Cody, Ventress, Ahsoka von der WM raus. Vielleicht, weiß man noch nicht. Also es kommt passiert. Ja, das wäre natürlich cool. Es passiert auf jeden Fall noch bestimmt was bis zur WM. Seien es nur die Regeln. Ja. Aber ja, ich als Blizzard-Vorspieler fühle mich jetzt auch nicht so miserabel. So, also, es hält sich doch in Grenzen. Es müssen einfach nur alle Leute, die nicht die Blizzard-Force spielen, einfach genug bidden. Einfach mit 700 Punkte Armeen zur WM fahren. Ja, was witzigerweise ganz gut ist gegen die Blizzard-Force, habe ich mir schon gedacht, weil die auch echt gut bidden kann, die Liste, ist hier die Echo-Base. Das habe ich auch schon mal gedacht. So, die Echo Base, die hat ja bisher noch keiner richtig so auf Turnieren gespielt. Viele sagen ja, oh, die ist langweilig. Also, die hat ja auch nicht ihren spielerischen Reiz. Die ist ja schon ziemlich stark. Und da dachte ich auch schon, oh, irgendjemand auf irgendeinem großen Turnier wird die irgendwann mal auspacken und richtig einfach nur um zu zeigen, ich kann das Turnier gewinnen. Und das wird richtig ätzend. Ich könnte dieser Typ sein, ich habe 4 FD-Kanonen. Einfach nur because of balls, ja. Ja. Also ich persönlich fände es geil, wenn Yannick mit Obi-Wan die WM gewinnen würde. Das wäre eigentlich mein... Und wo wir halt gleich rübergehen und wo jetzt FD-Kanonen ja auch Silhouetten haben, können die auch viel besser schießen. Das ist allerdings richtig. Ja. Können die dadurch jetzt besser schießen? Sind die jetzt nicht kleiner? Wo hat man denn bei der Laserkanone, hat man nicht oben, vom ganz oben der Laserkanone gesehen? Ja gut, wir wissen jetzt einmal nicht, wie hoch genau die Silhouette ist. Wir haben jetzt ja keine Zentimeterangabe jetzt bei gehabt. Ja, aber die ist ja prinzipiell ist sie ja höher als, also wenn ich jetzt so an, wenn sie jetzt so hoch ist, dass sie größer als die Laserkanone ist, dann wäre sie auch größer als U-Bags und so. Also man muss ja irgendwo dieser... So hoch wird sie, aber du hast ja den Zylinder. Du kannst halt von jeder Stelle gucken. Das macht es halt wesentlich einfacher. Ah, okay. Ja, du verlierst wahrscheinlich höher, aber bist flexibler von links, rechts her. Okay, ja. Ja, das macht schon einiges aus. Gehe ich halt sehr stark von aus. Genauso bei der Mark II, die dann auch eine Silhouette hat. Es wird glorreich. Mörser auch. Mörser auch. Jubex, Towntowns. Auch Towntowns. U-Bags. Das ist verrückt. Wir gehen schon hart in den ersten Artikel rein. Gehen wir ihn mal kurz so durch.
Was sie ja erstens ganz schön, also sie haben es ja nur ein bisschen betont, es ist keine komplette Neufassung, kein Overhaul, haben sie ja geschrieben, ne, des ganzen Regeln. Es bleibt immer noch Star Wars Legion, so wie wir es kennen. Sie machen zwar einiges neu, aber es wird jetzt nicht so, dass es jetzt so ein Legion, keine Ahnung, wie ist das bei X-Wing 2.0 oder was war der große Schritt oder 2.5 oder whatever? Ja, 2.5. Ja, die haben alle Zahlen und alle Dezimalstellen durchgespielt. Also ich muss sagen, also jetzt mal zu diesen Artikeln. Wir sind ja immer so, oh, keine Webseite und so. Und auch wenn diese Artikel wirklich nur so ein kleiner Tropfen sind im Gegensatz zu einer richtigen Webseite, aber diese Artikel sind echt gut, finde ich. Und ich mag das auch sehr, dass jetzt nicht jede einfach so, hier ist jetzt das, die ganzen Regeln, sondern die kommen im Januar und wir kriegen jetzt einen Monat lang schön jede Woche ein, zwei Artikel. Und man kann sich dann immer mit den neuen Infos so ein bisschen auseinandersetzen. Ich finde das sehr angenehm. Und das erzeugt auch ein bisschen Hype, finde ich. Aber was ich auch gerade, wo ich gerade sehe, bevor wir jetzt einen Deep Dive machen, ist, was ich jetzt wieder AMG zugute halten muss, ist, wo ich gerade sehr begeistert bin, weil sich ja gerade so viele Leute über Unklarheiten aufgeregt haben, hat AMG das gerade direkt noch geupdatet und hat direkt noch mehr in den Artikel reingeschrieben. Also AMG hat irgendwie, ist aus seinem Schlaf, aus seinem Dornröschen Schlaf erwacht und legt jetzt richtig los. Ja, ich habe auch letztens witzigerweise einen Kommentar von Atomic Games unter einem Facebook-Post gelesen, dass sie jetzt gerade dabei sind, ja, für sich selbst herauszufinden, wie sie am besten mit der Community kommunizieren und sie deshalb auch versuchen, relativ viel unter Facebook-Posts gerade auch zu posten und zu antworten, damit man eben ja erkennt, dass sie irgendwie aktiv sind. Ja, also ich, wie gesagt, AMG möchte, dass Star Wars Legion weit erfolgreich wird. Es ist so ein erfolgreiches System und ich denke, es wird jetzt wirklich, also jetzt, wenn diese Regeln, man merkt damit, dass damit wird es halt wirklich komplett ihr Baby, ne? Und ich denke, das wird gut. Ja. Ja, das stimmt, dann ist es halt, dann ist es ihr Ding, ne? Ja. Und dann kriegen wir nächstes Jahr, das ist, ich denke halt auch 12 Millionen Releases, hoffentlich. Und dann wird wahrscheinlich keiner mehr, hoffentlich groß meckern. Vielleicht. Auch, dass sie das halt, also auch, dass sie das benannt haben, dass sie gesagt haben, am 16. Januar, also das ist ja auch sonst immer so kryptisch, mystisch, jetzt auch ganz klar und offen und auch mit Ziel. Nicht, wir machen eine Homepage, sondern, also ich bin doch dann relativ zufrieden. Ja. Ja, das können wir, also die Kommunikation, also das wird auf, also man hätte halt gleich sowas halt sagen können, als die Punkte halt rauskamen, hey, wir haben jetzt nicht so, warum so wenig angepasst wurde. Das finde ich, hätte man zum Beispiel gleich mitverpacken können, aber ich denke, aber hatten Sie das nicht direkt bei Facebook geschrieben, so hier, dass die Punkte und bleibt gespannt, da kommt noch mehr, so ja, genau. Dann und dann und dann? Genau, das, Sie haben gesagt, es kommt dann diese Artikelserie. Na? Aber man hätte ja, also Sie haben jetzt nicht, also Sie haben jetzt keine Begründung dagelassen, was Ihre Intention ist, warum so wenig Änderungen es da sind. Weißt du, was ich meine? Sie hätten einfach reinschreiben und ab nächster Woche erfahrt ihr Regelbuch. Das Keyword Regelbuch hat wahrscheinlich gefehlt, so ein bisschen. Nee, man hätte halt auch sagen können, wir wissen, dass es wenig Änderungen sind jetzt im Wholesale Friends Updates. Dafür haben wir uns bewusst entschieden, weil wir jetzt dieses große Update vorhaben. Dieser ja, Transfer, ja. Weißt du? Das kann man sich entschieden. Ja. Ne? Aber man könnte es einfach offen ansprechen, finde ich. Ja, das stimmt. Das wäre sowas, wäre noch gut gewesen. Ja. Ne? Aber gut. Ja, wollen wir in den Artikel dive oder haben wir noch Vorgeplänkel? Ja, wir können rein dive. Nice. Gut, wir haben schon gesagt, alles hat eine Silhouette. Alle Truppler haben eine Silhouette. Also, sagen wir so, alle Truppler haben jetzt irgendwie eine der, wir haben standardisierten Silhouetten. So, können wir es sagen. Philipp, erklär uns doch mal, wie das jetzt gemeint ist mit den Silhouetten. Also ja, sie sind quasi jetzt hingegangen und haben da diese
wie soll man sie beschreiben, diese schwarzen Raster-Silhouetten, die man dann, ja, so praktisch das, also ein Zylinder von der Base aus nach oben macht in der Höhe der Figur und dann kann man von Silhouette zu Silhouette praktisch die Line of Sight ziehen. Also es gibt zwei... Das war noch nicht sehr gut erklärt, aber wir kriegen es auch. Ja, du hast also, dich gerade auch kalt erwischt, da hatte ich jetzt gerade nicht mit gerechnet. Das war gerade also wieder Lehrer, der Lehrer, der den Schüler fragt. Ich versuche das mal. Also ja, du hast... ich musste nämlich auch nachfragen. Also die Standard-Silhouette für Truppler bleibt erstmal. Ja, da kommt nichts anderes. Das ist die gleiche Silhouette wie vorher. Was neu hinzukommt, ist eine Silhouette für alle Truppler, die eine Base mit diesen Einkerbungen hat, also auf Englisch diese Notched Bases. Dafür gibt es eine Silhouette, die hat eine bestimmte Höhe und man darf diese Silhouette auf jeder Seite anlegen. Sprich, die hat so eine Markierung bisher kannte man ja diese Markierung mit, das ist die Markierung, von der ich ausgucke. Ja, das ist nicht mehr der Fall, sondern diese Markierung sagt einfach, bitte lege dieses Stück Papier, oder was es dann auch immer sein wird, mit dieser Markierung an deine Base. Ja? Und dann siehst du die, dann hast du einen Teil der Silhouette. Ja, die Silhouette ist quasi ein Zylinder um deine komplette Base rum. Ja, das heißt, dieser Zylinder variiert im Durchmesser auch mit der Basegröße und hat eben die Höhe dieser Silhouette. Ja, damit die jetzt nicht für jede Basegröße ein Template machen müssen, haben die jetzt quasi ein Muster-Template, was du je nach Basegröße dann eben so positionieren kannst oder sollst, wie es in deiner aktuellen Situation notwendig ist. Genau, und das ist erstmal nur für, genau, diese ist für einmal für kleine Base-Truppler und einmal halt für alles andere, was halt eine eingekerbte Base hat. Genau. Genau, und Fahrzeuge, da gehen wir gleich nochmal drauf zu. Das ist nochmal ein bisschen anders. Verrückt, oder? Erst einmal das. Macht quasi ein bisschen, ja, macht es das? Na, die bisherigen Silhouetten nicht ganz unbrauchbar. Nee, für die Truppler kannst du die trotzdem immer noch super benutzen. Ja, genau. Die kleinen Basis-Truppler. Nur, dass du die quasi halt dich da gewöhnen musst, dass du die auch quasi nach vorne anlegen kannst. Nicht nur immer hinter der Truppler machst. Oder seitlich. Genau, also bisher war es ja eigentlich immer so, dass du immer, sag mal, diese die Silhouette ist ja letztendlich eine Projektion. Ja, ist ja die größte Breite des Zylinders, die legst du dir hinten dran, damit du weißt, okay, siehst du den Zylinder oder nicht. Ja. So wird das ja so jetzt auch noch sein. Ja. Nur ist halt das Wichtige bisher, das ändert sich jetzt halt auch noch. Ne. Bisher hast du immer von der Mitte von dieser Einkerbung, also von dem Kopf deiner Miniatur aus geguckt. Ja. Das war ja auch ein vorgegebener Punkt in der Silhouette. Und jetzt hast du das eben nicht mehr, sondern jetzt wird halt Line of Sight von jedem Punkt der Silhouette aus bestimmt. Genau. Mhm. Und wir halt schon weiter sagen können, wenn wir schon weitergehen. Und es ist auch so, dass es reicht, um Deckung zu haben, wenn ein Teil deiner Silhouette verdeckt ist und nicht mehr dieses Mitte-Mitte-Gelände, sonst was. Ja, genau. Ja, das können wir schon mal ein bisschen vorgreifen. Das kommt halt auch. Deswegen diese Silhouetten sind halt einfach wesentlich wichtiger nochmal sein für alle Dinge. Ja. Und dadurch werden halt leider auch, weil es ja so allgemein ist, Tautons sind quasi in der Höhe jetzt genauso hoch wie ein Dubek oder eine Mark II oder ein Mörser. Ja. Ja. Genau, gibt einige Einheiten, die wachsen halt ein bisschen in ihrer Höhe. Ja. Dafür schrumpft das Dubek halt, sage ich mal, in seiner Länge. Und für alle, die jetzt sagen, oh, da muss ich ja jetzt aber während dem Turnier noch 50.000 Mal meine Silhouette hier anlegen und muss gucken, das haben wir am Anfang auch gedacht, in der Realität ist es so, dass man es im Turnierspiel vielleicht, keine Ahnung, dreimal braucht oder so pro Spiel. Also ich glaube nicht, dass das deutlich viel komplexer werden wird, kann ich mir nicht vorstellen. Genau, und ich denke, es wird im Endeffekt Zeit sparen, da du nicht mehr diesen Schuss brauchst, wo du deine Truppler so hinstellen musst, dass Mitte zu Mitte diesen Out-of-Cover-Schuss kriegst, weißt du? Genau, genau.
dieses Positionieren war ja teilweise dann doch ein bisschen akribisch. Ja, das wird sich auf jeden Fall deutlich ändern, bin ich der Meinung. Da hast du vollkommen recht, Finn, weil du brauchst jetzt nicht mehr so super darauf zu achten, okay, wo stelle ich jetzt den ganzen Kram hin? Hat das jetzt noch Sichtlinie? Sehe ich jetzt genau noch diese eine Miniatur? Sehe ich vielleicht nur noch diese eine Miniatur? Gehen wir gleich auch noch drauf ein. Das wird vieles noch ein bisschen einfacher machen und auch, glaube ich, vieles ein bisschen streamlinen und halt auch so dumme Gacha-Moments verhindern. Ich sehe jetzt aber genau das und das töte ich dir jetzt. Und dann so, oh. Ja, oder oh, du hast diese eine von deinen 8 Figuren, jetzt kriege ich die eine Linie neben der Barrikade mit durch und da hast du keine Deckung dadurch. Ja, genau. Ja, sure. genau, das wird, denke ich, das hat im Endeffekt einen sehr positiven Einfluss aufs Spiel. So, bin ich auf jeden Fall von überzeugt. Fabian, magst du uns erklären, wie Silhouetten bei Fahrzeugen funktionieren? Also Silhouetten bei Fahrzeugen sind eigentlich nicht großartig anders, als man es eigentlich bisher schon gespielt hat. Sie wollen halt, dass man so die ganzen Besatzungen und Antennen und so rausnimmt. Also jetzt zum Beispiel Spinndruiden, dass die Antenne halt nicht über irgendwas drüber guckt und man sagt, ich kann drauf schießen. Also wie früher bei Lichtschwertträgern mit dem Lichtschwert, was man ohne die Silhouette nicht hatte, wo man nur das Lichtschwert gesehen hat, gesagt, ich kann jetzt auf deinen Wälder schießen. Nein, man muss jetzt schon die Silhouette sehen und die Silhouette ist immer so groß wie das der massige Körper wird an sich gesehen. Also alles, was so jetzt drüber guckt, so Antennen und Kapitäne, die da rausgucken oder ähnliches, zählt alles nicht dazu. Also die Hülle des Fahrzeuges zählt. Genau, sie beschreiben es als die Hülle. Ja, also mein AT-ST quasi ist halt weiter bis oben hinten sein Turm, geht ja ein bisschen hoch, quasi so hoch ist er dann hier. Ne, und dann einmal runter komplett. Das heißt, ein AT-ST sieht halt noch mehr, ne, weil die haben auch die Silhouette und können dann auch ja quasi von der Seite der Base gucken, also nicht und sich den entziehen. Ne? Das heißt, Fahrzeuge kriegen, man kann sich nicht vorstellen, wie unglaublich mehr Fahrzeuge sehen, dadurch, dass sie jetzt diese Silhouette haben, man nicht von einem Punkt ausguckt. Ist es dadurch jetzt auch unmöglich, sowas hinzukriegen, wie meine Einheit kann auf dich schießen und deine nicht auf mich eigentlich, ne? Weil ich kann das ja ist, dann... Genau, das ist unmöglich. Das ist jetzt unmöglich dadurch geworden, ja. Genau. Ja, das ist richtig. Das ist auch gut, das war auch immer komisch. Sind wir ehrlich, das war auch immer gut. Ja, bei Trupplern beim Panzer fand ich es manchmal gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, weil fand ich schon nicht unrealistisch, dass so eine Einheit sich halt in den so hinstellt, dass der Panzer den halt gerade nicht sieht und so. Aber ich glaube, für das Spiel ist es trotzdem besser, dass man das so heimlich alles gleich macht und dadurch üben wir noch mal, ja und den Spielfluss dadurch fördert. Das ist also noch, vor allem genau. Der Spielfluss wird halt super doll gefördert dadurch. Ja, also nochmal, um das ganz klar zu sagen, ne, also man nimmt sich quasi den höchsten Punkt vom Modell, ja, ohne, also von der Hülle, ohne Antennen, ohne Waffen. Und stülpt dann quasi über die Base eine Hülle oder einen Canvas. Genau. Ja, so wie die Base. Und diese Fläche kann ich sehen und von dieser Fläche aus kann ich auch feuern. Ja. Und dann stehen natürlich auch Waffen nicht vorne raus und so ein Kram. Das wird alles ignoriert. Ja, das wird dann quasi ein großer Klotz. Das wird auch den Spinndruiden zum Beispiel sehr freuen. Das wird auch einen Occupier-Tank sehr freuen, wenn er von auf einmal deutlich flexibler irgendwo feuern kann. Ja. Ja. Der Richtige wird dadurch auch sehr, sehr gut, denke ich. Wo sein Silhouette halt nicht so hoch ist, weil den Gunner zählt man ja quasi nicht mit. Aber er kann dann auch quasi ein bisschen von hinten auch so mit Sichtlinie ziehen. Genau, du nutzt halt quasi deine Länge mit aus. Ja, das ist interessant. Ja. Ja. Finde ich gut. Finde ich alles gut, bin ich ehrlich. Das ist alles gut, aber es wird ja noch besser.
Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Wird noch besser, Philipp. Es wird noch besser. Ja, sie haben ja jetzt noch hier den Artikel praktisch geupdatet und haben jetzt mal erklärt, wie man Wunden nach den neuen Regeln zuweist. Und haben sie auch noch das schöne Beispiel direkt mit dem Heavy Weapon Sniping gebracht. Das gibt's jetzt nämlich nicht mehr. Das war ein anderer Feel Bad Moment, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das halt alle Leute halt so kennen, aber früher oder mit den jetzigen Regeln ist es ja so, es sterben nur die Modelle, die man sehen kann. Ne? Das heißt, wenn man nur die schwere Waffe eines Truppes sehen kann, dann stirbt nur die schwere Waffe eines Trupps. Liebe Grüße an den Schweizer Mitspieler von der deutschen von Hannover. Jetzt ist das nicht mehr möglich, was ich da getan habe. Genau, solche Leute wie Kilian halt immer Arschlöcher am Tisch. Ja, aber allgemein, das ist oft, also gerade oft, also wenn man das Legion kompetitiv spielt, also dieses, man musste immer im Hinterkopf quasi haben, wenn ich meine Einheit jetzt bewege und aufstelle, muss ich darauf achten, also ich bin zum Beispiel immer, seitdem mir das mal passiert ist, so paranoid, dass ich die schwere Waffe quasi immer so hinstelle, irgendwie, dass die in der Mitte von dieser Einheit eingequetscht, sodass man irgendwas anderes noch sehen kann, wenn man diese Einheit, also den Truppler auch sieht, also zum Beispiel bei den Short-Truppen mit dem T21, weil also es gibt wirklich nichts Nervtötenderes, als wenn man irgendwie an einem Gebäude steht und der Gegner denkt so, ach, guck mal, der hat die schwere Waffe, die steht jetzt auf der rechten Flanke und ich kann meine Einheit so bewegen, dass ich nur noch den sehe und dann tot. 32 Punkte Waffe, weg. Und das ist jetzt nicht mehr möglich und das finde ich gut. Ich oute mich. Ich finde es schade. Ich fand, das war toll so. Ja, und ich habe dich immer es nie erlauben lassen, gegen mich zu machen. Weil es gegen dich immer so gut funktioniert hat. Weil ich ein guter Spieler bin. Ja. Es hat nämlich gut spielen auch belohnt, wenn man sowas gesehen hat. Und da auch, wenn man sowas geforst hat. Klar, dass das vielleicht nicht immer beim ersten Schuss so möglich war. Aber wenn man dann zwei Einheiten so gestellt hat, dass man vielleicht nur zwei Modelle sehen konnte, dann konnte man vielleicht nicht Heavy Weapons snipen, aber wenigstens sagen, okay, ich kann mit zwei Schüssen zwei Wunden zwar nur machen, aber dafür kriege ich einen normalen Truppler und die schwere Waffe. Oder ich kann dann eine Kiste von die Einheit gehalten hat, wegschießen und solche Sachen. Und das geht halt alles nicht mehr. Ja, das geht alles nicht mehr, das stimmt. Das ist, da muss man sich auch ein bisschen, denke ich, umgewöhnen, gerade wenn es um Missionen geht. Ich finde das aber, und das muss ich auch hier wieder betonen, ne, das sind Regeln, die vor allen Dingen Einsteigern den Einstieg in das Spiel einfacher machen sollen. Das hat AMG ja auch ganz klar mit dem Artikel gesagt, ey Leute, und da stimme ich Ihnen auch voll zu, ihr habt ein Regelwerk, ihr kennt das alle, das ist jetzt über 2 Jahre gewachsen, das Regelwerk ist mittlerweile 80 Seiten lang und es ist eine Enzyklopädie. Das liest sich keiner durch, super ätzend zu lesen. Und wir bringen das jetzt mal auf Vordermann, was als Intention her schon mal sehr gut ist. Und mit solchen Sachen ist halt ein massiver Upturner für irgendwelche Anfänger. Ne? Du gehst als Anfänger auf ein Turnier, stellst dann deine Einheiten hin und irgendjemand snipt dir so ein Ding weg. Das ist halt einfach so, ja, wow, danke. Genau, wir haben noch gar nicht genug betont, wie geil es ist, dass wir nicht mal dieses dumme Rules of Friends Gedöns haben. So ein richtiges Regelbuch. Ja, das stimmt. Das haben wir noch gar nicht genug gesagt. Das ist echt das rudimentär das Beste, was sie machen können. Was ich mich noch frage, ist das schon klar und ich habe es noch nicht gesehen? Wird das als richtiges Printbook rauskommen, was ich dann für 50 Euro kaufen muss? Jedes Nein. Jahr? A la Warhammer? Das glaube ich. Also das wissen wir jetzt nicht genau, aber es würde mich arg wundern, wenn sie das... Vielleicht bringen sie es irgendwie als Printvariante raus zusätzlich? Keine Ahnung. Aber es wird zu 100% als PDF irgendwo rumfliegen. Ja, da bin ich mir auch sehr sicher. Oh, also wirklich sehr sicher. Ja, also das ist einfach richtig cool. Das, also ich denke, das wirklich wird schon sehr viel erleichtern, wenn man einfach auch so richtiges Regelbuch hat, wo man auch so durchblättern kann. Okay, ich bin in, was muss ich phasenmäßig, was mache ich in der, wie bewege ich Leute, was mache ich in der Startphase, was mache ich in der Endphase, ne? Ja, ist für den Einsteiger viel, viel besser. Ja. Ne? Ganz, ganz klar. Also, am Anfang waren diese Learn-to-Play-Dinge gut und wahrscheinlich auch richtig, ja.
So hatte man eben ein Regelwerk, was organisch mitwachsen konnte und so. Das ist für so ein neues Spiel, glaube ich, echt gut und vereinfacht auch dir als Entwickler viel Arbeit, weil du hast eine Plattform, wo du deine ganzen neuen Regeln einfach reinschmeißen kannst und dann ist gut. Ja, und du musst das nicht diesen zusätzlichen Verwaltungsaufwand auch noch. Aber das Ding wird halt irgendwann riesig groß und irgendwann wird es halt auch beliebig komplex, ne? Und irgendwann ist es halt auch so, dass du, um die eine Regel nachzulesen, guckst du erst beim einen Keyword, das verweist dich auf ein zweites Keyword, das verweist dich auf ein drittes Keyword und dann hast du vielleicht Glück und du findest das, was du suchst. Hallo, Transporterregeln. Zum Beispiel. Ja, also die hat recht, es war, also das Rules of Friends, das war halt alles zweckmäßig zu seiner Zeit, auf jeden Fall. Aber sind wir ehrlich, Star Wars Legion ist einfach extrem gewachsen. An Regeln, an Figuren, an auch Spielern. Ne, das ist so, es war einfach so nicht mehr zeitgemäß. Das ist so. Aber gut, gehen wir doch jetzt weiter auf den Artikel ein. Was gibt es noch an Änderungen? Wir haben ja schon gesprochen hier jetzt quasi mit Deckung ein bisschen. Ne, man hat jetzt Deckung, wenn die Silhouette verdeckt ist. Das ist interessant. Habt ihr auch gesehen, dass bei einer kleinen Änderung habe ich schon gesehen, dass halt beim quasi vor, sonst war es ja immer so, dass wenn du so gleich viele Modelle in schwerer Deckung hast wie in leichter Deckung, hatte man schwere Deckung. Das ist jetzt anders. Das hat sich jetzt auf leichte Deckung geändert. So wie ich es jetzt rausgelesen habe. Nee, du hast doch, wenn du warte. Wenn die Hälfte der Modelle, die in schwerer Deckung, also mehr als die Hälfte der Modelle in schwerer Deckung stehen, kriegen die schwere Deckung. Wenn mehr als die Hälfte in leichter Deckung stehen und dann noch nicht in schwerer Deckung, dann kriegen die leichter. Also ist immer noch so, oder? Ja, genau. Also Beispiel, du hast 6 Miniaturen in deinem Trupp. 3 davon stehen in der Deckung. Wenn 2 in schwerer Deckung stehen, kriegst du schwere Deckung und die eine halt in der leichten Deckung. Wenn 2 in leichte Deckung stehen und einer nur in schwere Deckung, dann bekommst du nur die leichte Deckung. If more than half of the obscured moon is obscured by heavy terrain, by terrain that provides heavy cover, the defending unit has heavy cover. Ja, genau. Du guckst dir nur die an, die von Terrain verdeckt sind. Ja. Und wenn 50% von denen, die von Terra verdeckt sind, mehr als die Hälfte, richtig. Genau. Ja, mehr als die Hälfte. Also wenn du 4 in Deckung hast, dann müssen 3 in schwerer Deckung sein, ansonsten würdest du leichte Deckung bekommen. Genau, richtig. Und vorher war es ja anders. Wenn du 2-2 hattest, hattest du schwere Deckung. Ah, so meinst du das, okay. Ja, jetzt war ich schon komplett verwirrt. Okay, ja, das ist dann das Wörtchen mehr quasi, was es endet. Genau, ne, also du musst immer noch, klar, es muss die Hälfte der Leute, ne, also es muss erstmal die Hälfte reicht für Deckung, klar, aber wenn du halt gemischt hast, das ist halt der einzige kleine Unterschied, egal. Ja. Selbst wir sind noch nicht komplett drin, es ist okay. ja, das ist eine Kleinigkeit, was haben wir noch, was neu war? Ich bin jetzt wieder komplett hin und her gesprungen, wir haben Silhouette gesprochen, wir haben Deckung gesprochen. Dann Wunden zuweisen. Wunden zuweisen mit dem Sniping und so. Da wurde ja auch, das ist halt ganz interessant. Da wurde jetzt ja gerade noch eine Kleinigkeit, da wurde jetzt ja im Artikel noch was geändert. Ne? Eine Anpassung gemacht. Gut. Das heißt, da wurde jetzt reingeschrieben, dass man nur so viele Wunden dabei aber erleiden kann bei einem Angriff, wie viele Modelle auch gesehen werden. Bei dem Angriff. So. Also, weil, was ist jetzt ja eh, es wurde bei Wundenzuteilung so geschrieben, dass
man auch Wunden zuteilen kann an Modellen, die nicht in Sicht sind. Also die nicht gesehen werden. Ich glaube, jetzt sind alle verwirrt. Ja gut, das heißt ja quasi nur, wenn ich die schwere Waffe sehe, dann kann ich auch, wenn da 10 Crits liegen und ich nur einen verteidige, kann ich trotzdem nur ein Modell töten. Aber ich darf mir aussuchen, welches Modell das ist. Der Verteidiger sucht sich's aber aus. Ja, richtig. Genau. Genau, ganz wichtig. Also. So eine lustige Vorstellung, wenn man sein E5S-Gewehr einfach dann rausstellen kann, der Rest von dem B1-Trupp hinter dem Haus steht und dann. Genau, also es klingt ein bisschen, als wäre jetzt quasi jeder Trupp ein Sniper-Team. Weil du quasi immer so einfach nur die schwere Waffe rausstellst und die ganze Zeit über der schweren Waffe schießt und der Rest hinter der Deckung chillt. Aber wir kennen auch nicht das ganze Regelbuch. So. Aber es ist erstmal interessant. Also das finde ich, ich finde es halt, es ist sehr, was man sagen muss, ich finde es sehr, sehr elegant insgesamt geschrieben, weil man halt so das mit dem Modell snipen ja recht schwierig ist, um es komplett zu vermeiden. Und ich denke, so hast du eine sehr elegante Lösung, dass du halt doch immer noch relativ viele Wunden zaffern kannst, je nachdem, was draußen ist, aber halt du dir immer ausruhen kannst, wer stirbt. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist halt, also das magst du jetzt vielleicht an mein Ohr, das ist ja jetzt voll die große Änderung oder voll gut, wenn ich mein eines Modell dann draußen stehen habe, aber halt gerade, wenn ich jetzt irgendwie Einheiten habe, die nur so, also die nur ein, zwei Crits machen und so Chip-Damage, ne, und ich dann halt jetzt nicht diese schwere Waffe wegnehmen muss, aber trotzdem ständig auf diese Einheit geschossen werden kann, weil ich nicht diese schwere Waffe wegnehme, ist halt auch irgendwann ein bisschen doof, ne. Ja. Auf jeden Fall. Also, da müssen wir halt noch genau gucken, was da halt genau alles halt kommt. Ich bin mir sicher, wir haben noch nicht den ganzen Attackenprozess dargelegt gekriegt, ne? Aber es klingt auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Änderung. Generell bin ich einfach dafür, dass diese Waffen halt nicht gesniped werden können. Das finde ich einfach gut. Macht mehr Spaß. Ja, und das erhöht auch unglaublich den Spielfluss, weil ich muss mir nicht 50.000 Mal angucken, muss ich das jetzt da hinstellen, muss ich da hinstellen. Ja. Genau. Viel einfacher. Du guckst halt einfach nur, okay, egal wie ich stehe, ich sehe 4 von deinen Figuren, okay, kannst 4 Wunden kriegen, okay, weiter. Ne? Das ist schön. Gut. Fabian, was sagst du zu dem ganzen Prozess? Ja, ich weiß. Also genau das, was ihr gerade beschrieben habt, ich stelle bei meinen Short-Trupplern die eine schwere Waffe raus. Und dann 4 Einheiten dahinter, so. Also, ich kann ja auch den Einheitenanführer dann trotzdem noch hinter eine Felswand stellen, da musst du nicht sehen können. Mhm. Weil es werden ja eh alle machen, also ist jetzt, haben alle wahrscheinlich bald nur noch schwere Deckung. Und dann schieße ich halt auf ein Modell, ja, gut, gucke ich mal, ob ich 1 oder 2 Crits werfe. Wenn ich 2 werfe, habe ich eine höhere Chance, eine Wunde zu machen. Aber viel mehr passiert dann ja fast nicht. Dann mache ich halt eine Wunde und bei so einem 5-Mann-Trupp ja, schieße ich halt 5 Runden lang, bis der Trupp tot ist. Aber der macht ja auch selber nicht viel zurück. Ja, klar, aber dann stirbt halt auch. Also dann passiert halt auch weniger am Tisch. Klar, vereinfacht das Ganze, aber es passiert halt auch einfach weniger. Und am Ende, klar, es gibt halt dann noch die Mission. Aber je nachdem, welche Mission man spielt, kann das dann auch ganz schön langweilig die ersten 2-3 Runden werden, glaube ich. Mhm. Aber man muss es halt spielen, also klar, also. Und man muss auch die Gesamtkontext aller Regeln können, die das vielleicht noch verändern. Ja, also ich glaube genau das wird nicht der Fall sein, Fabian. Weil gerade die ersten 2 Runden, die ja normalerweise fast ausschließlich oder sehr, sehr viel Stellungsspiel sind. Ich glaube, die werden deutlich schneller rumgehen, weil du nicht so viel Probleme haben wirst. Wie muss ich jetzt Einheiten in Cohesion stellen und so? Weil das ist ja das, was irgendwie am längsten dauert. Ah, wo muss ich jetzt hingucken? Was kann auf mich schießen und so? Sondern ich kann jetzt einfach so, ich platziere es einfach, ja, und dann ist gut. Nächste Aktivierung. Und ich glaube, dass du einfach schneller, also es kann sein, dass weniger stirbt, aber du kommst, glaube ich, schneller dahin, dass geschossen werden kann und dass Action kommt. Ja, kann gut sein. Wie gesagt, gespielt habe ich es ja so noch nicht. Aber
Ich finde es immer auch komisch, wenn Einheiten sterben können, auf die irgendwo hinter einem fetten Felsen stehen. Ja gut, also man muss sich das natürlich auch ein bisschen weiterdenken können, ne? Wie hier der hebt die Waffe, ein anderer kommt dann raus, hebt die Waffe auf, etc. Ne? Genau. Das ist ja, es wird halt prinzipiell auch schon albern. Oh, nein, mein Typ mit der besseren Waffe wurde gerade abgeschossen. Ja gut, dann lasse ich die hier liegen. So, aber das fand ich irgendwie auch immer ein bisschen. Ne, es macht halt schon mehr Sinn, dass die mit aufgehoben wird oder so. Also da gibt es sicherlich auch für und wieder, ne, das, ich habe jetzt noch nicht auf Social Media geguckt, aber sicherlich wird dieses, werden diese Regeln schon heiß diskutiert, ja. Und ich denke, wie der Fabian sagt, man muss da abwarten und das erstmal damit spielen, dann wird man sehen, wirklich ist. Genau, also da wird auf jeden Fall, und 16. Januar ist auch noch ein bisschen hin, ne? Werden wir uns auch noch ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, über alles. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Aber was ich erstmal positiv finde, egal wie man das jetzt findet mit diesem Sniping und dem Wundenzuweis und so, es sieht auf jeden Fall alles aus, dass es halt dort der Spielfluss halt deutlich angeheizt wird. Und das gefällt mir jetzt persönlich besser, weil es einfach weniger Diskussionsbedarf gibt. Man muss halt ja, nicht mehr diskutieren, ich sehe nur die eine Einheit oder siehst du noch den Truppler, der schräg hinter der schweren Waffe steht, weil dann könnte ich ja auch den wegnehmen oder so, sondern man sagt einfach, man guckt einfach, ich sehe nur den einen, du kannst eine Wunde, nimm einfach irgendeinen aus der Einheit weg und nächste Aktivierung. Und das ist, also das finde ich halt allgemein fürs Spiel einfach positiv, weil es bedeutet halt auch, gerade auch wenn man es, also wie wir ja alle hier im Podcast auch das Kompetitiv spielt, das ist auch, man muss weniger mit Judges und sonst was, und das ist bei Legion ja eh jetzt nicht so oft der Fall, aber da ist halt noch weniger Diskussionsbedarf und vor allen Dingen können sich die Spieler dann meines Erachtens nach auch häufiger selber einigen, weil es halt einfach leichter zugänglich ist. Und ich würde sagen, das ist ja eigentlich, also wenn man das halt schafft, als auch hier für AMG, ist das ja im Endeffekt das Beste, was man als Spieleentwickler machen kann. Dachte aber, erst diskutieren ist dein Beruf. Wie bitte? Dachte, diskutieren ist dein Beruf. Ja, aber am liebsten habe ich es einfach, wenn ich recht habe. Warum nicht? Also, wenn man sich die Diskussion sparen kann, ist doch super. Also gerade jetzt fürs Spiel denke ich einfach, dass das im Endeffekt die Kirsche oben auf der Sahne ist, wenn man das erreicht. Weil, ich jetzt noch am Wochenende auf einem spontan auf einem kleinen 6-Mann-Turnier. Da ist ja schon manchmal, je nachdem wie die Platte aussieht, halt Diskussionsbedarf, und wenn das halt wegfällt, dann sage ich ganz ehrlich, geil, geil, geil. Mir gut, du bist aber auch schon eher so ein kleiner Fanboy. Ja, klar. Ich bin von allem gehypt und von allem begeistert, aber das mag jetzt aber vielleicht auch daran liegen, also zunächst einmal, dass ich das, was ich jetzt gelesen habe, positiv wirkt, also objektiv, und auf der anderen Seite halt auch zusätzlich dazu, da wir es jetzt, seitdem AMG es übernommen hat, ich gewohnt waren, dass so viel kommt, jetzt auf einmal so viel Kommunikation da ist und man auch merkt, dass sie ja auch im Hintergrund anscheinend auch viel daran gearbeitet haben, weil das Vorhaben, was sie sich da anscheinend ja mit dem Regelbuch vorgenommen haben, ist ja schon ein ziemliches Werkversetzen. Und das stimmt mich halt fürs Spiel insgesamt, wo ja jetzt auch hier mit Shatterpoint und so viel Apokalypsenstimmung war, würde ich sagen, ist das ja eine rosige Zukunft. Ja. Also ich habe gehört aus verschiedenen Quellen, dass dieses Regelbuch halt schon grob ein Jahr in Arbeit ist. Da sieht man halt auch mal, was da für Arbeit halt drin steckt. Ja, klar. Das, also, Regeln zu schreiben ist schon schwierig. Und auch die durch den ganzen Playtesting-Prozess durchzukriegen, ne, das dauert alles unglaublich viel Zeit. Und vor allem bindet es auch unglaublich viele Ressourcen, die vielleicht nicht an der nächsten Lieblingserweiterung, die man gerne hätte, gerade arbeiten. Das ist so. Vor allen Dingen, weil man ja sagen muss, dass AMG, das haben sie ja auch in dem Artikel jetzt hier, dem ersten auch bewiesen, gezeigt haben, dass ihnen ja auch klar ist, wie vielen Leuten dieses Spiel so viel bedeutet und vor allen Dingen auch, dass das Regelset auch bei vielen Leuten beliebt ist.
das ist ja die Kunst. Also nicht nur, wir machen ein Regelbuch und wir vereinfachen das, sondern man muss ja irgendwie gucken, dass die Essenz des Spiels erhalten bleibt und man den Spieler nicht auf die Füße tritt, weil das wäre toxisch. Und also dieses, wenn man sich jetzt das, was wir bis jetzt halt gesehen haben, anguckt, dann sieht man ja auf jeden Fall, dass es immer noch das Spiel ist, das wir lieben. Meines Erachtens nach besser als vorher. Aber das kann ja jeder für sich selber beurteilen. Aber das ist halt, finde ich, das ist ja auch eine große Kunst. Ja, also da würde ich sagen, da wissen wir noch genau zu wenig für mit den beiden Artikeln, die wir jetzt übersprechen. Aber es zeigt auf jeden Fall die richtige Richtung an. Ich bin halt sehr angetan insgesamt. Gut, wollen wir noch was zum ersten Artikel sagen? Haben wir da noch was, eine große Sache übersehen? Glaube ich fast nicht. Alles. Der zweite Artikel ist ein bisschen kürzer, muss ja auch weniger Vorgeplänkel machen, hat aber auch eine sehr, sehr elementare, wichtige Änderung fürs Spiel, denke ich. Ich finde es jedenfalls relativ. Das ist deutlich spektakulärer, nicht? Es ist schon deutlich. Es ist schon spektakulär dafür, dass da so wenig Text ist. Er wird auf jeden Fall, Kilian, sag uns doch mal was dazu. Ja, man kann passen. Yay, passen. Was war, what the fuck? Also, das, es geht, dreht sich grundsätzlich darum, dass wenn ich, egal zu welchem Zeitpunkt des Spieles, wenige Aktivierungstokens auf dem Tisch, in meinem Sack und oder auf Kommandokarten habe, dann darf ich passen. Einmal eine Aktivierung und einmal pro Runde. Das haben sie eingeführt, weil sie gesagt haben, ja, sie finden, dass es mit dieser Passmechanik quasi mehr Möglichkeiten im Listenbau gibt und dass auch gerade Listen, die wenige Aktivierungen spielen, dadurch, sagen wir mal, besser werden im Vergleich zu Listen, die deutlich mehr Aktivierungen haben. Ja. Also wenn jetzt die 8 gegen die 11 Aktivierungsliste spielt, dann ist es eben oftmals so, dass die 11 Aktivierungsliste deutlich im Vorteil ist. Und sie wollen das eben damit ein bisschen relativieren und dadurch auch mehr Optionen fürs Listenschreiben eröffnen. Oder aber man wird halt auch nicht mehr ganz so doll bestraft, wenn man durch ungünstige Würfel oder Fehler eine Aktivierung früh verliert, zum Beispiel. Genau. Auf jeden Fall. Richtig. Ja. Interessant. Also, mit Passen habe ich persönlich gar nicht gerechnet, dass das in Star Wars Legion irgendwie Platz hat. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich mag die Formulierung sehr, sehr gerne, wie sie es hier gemacht haben. Ja. So. Also ich finde es auch sehr, sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil es während jeder Zeit im Spiel passieren kann. Ja. Wie Finn jetzt auch schon gesagt hat. Ne? Das ändert, finde ich, auch sehr viel im Late Game. Ja, weil gerade wenn du dann irgendwie noch ein Mission Objective holen musst und so und du musst was riskieren, ja, und dein Gegner hat dir vielleicht 2 Aktivierungen weggeschossen, dann kannst du trotzdem jetzt dadurch, dass du was riskiert hast, vielleicht noch was drehen, weil du durch das Passen in der besseren Lage bist oder so. Ja? Also das finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube nicht, dass jetzt 8 Aktivierungen, die vollkommen ausgekittet sind bis unter die Zähne, dass das das neue Meta wird. Glaube ich nicht. Aber ich denke, dass es eine neue Aktivierungsliste deutlich attraktiver machen wird, auch vor allen Dingen für die Spieler. Ja, und halt indirekt, habe ich auch schon gesagt, ein indirekter Klon-Buff, weil Fire Support da auch ganz witzig mitspielt. Ja, weil wenn ich Fire Support mache, habe ich weniger Tokens in meinem Beutel, also kann ich theoretisch früher passen. Wieder. Runde. So.
Das erklärt, warum der Mörser genervt wurde. Ja, erklärt es das, weil vor wegen Fire Support meinst du? Nur deswegen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ja, ein bisschen vielleicht. Vielleicht auch wegen der Silhouette, weil das den Mörser auch ganz cool macht. Ja, also ich muss sagen, ich finde passend, so wie sie es jetzt umgesetzt haben, ganz gut. Dass es halt auf einmal passend begrenzt ist, finde ich, ist eigentlich das Mittelmaß. Hätte man jetzt einfach passen können und so oft man will pro Runde, bis quasi jeder auf gleiche Aktivierung ist, das wäre ein bisschen witzlos gewesen. Das wäre super albern natürlich. Das geht bei Marvel. Also bei Marvel Crisis Protocol geht es ja zum Beispiel. Ach so. Deswegen sage ich das so. Also es gibt ja die, auch andere Systeme von... Ich habe mich mit Marvel immer noch nicht beschäftigt, Schande über mein Haupt. Das immer noch Schande. Vielleicht sollten wir einfach mal die Tage Marvel spielen finden. Ja, lieber nicht. ja, okay, das würde in Star Wars Siege natürlich überhaupt nicht funktionieren. Das sind wohl tatsächlich alle einig. Ja, das ist halt das, was ich halt so schön an dieser neuen Regel im Endeffekt finde, die ja im Endeffekt jetzt im Vergleich zu dem, was im ersten Artikel ist, ja im Endeffekt wirklich eine ganz große Veränderung ist. Also, dass sie so groß ist, aber gleichzeitig auch so dezent umgesetzt und so mit einem leichten Klang ans Spiel, also ins Spiel reingebracht wird, weil dieses einmal die Runde, dass er das sorgt halt, wie Kilian gerade eben hier gesagt hat, das wirkt halt für eine strategische Tiefe und halt dafür, dass man quasi diese Low-Activation-Listen halt auch spielen kann, beziehungsweise so Listen, wo man dann halt schon mal schnell Einheiten verloren hat, dass das wieder so ein Ausgleich ist, dass das, denke ich, macht das Spiel insgesamt interessanter und noch diverser, weil es halt einfach den Listenbau noch weiter ausbaut und geht aber gleichzeitig nicht hin und prügelt jetzt irgendeine Komponente in das Spiel rein, die jetzt irgendwie, wie jetzt gerade Fabian eben erklärt hatte, bei Marvel Crisis zum Beispiel, was ziemlich witzlos ist, wenn man dann sagt, ja, ich aktiviere einfach Einheiten, bis ich praktisch wieder auf derselben Aktivierungshöhe bin wie mein Gegner, so irgendwie, weiß ich nicht, so eine Klonliste jetzt irgendwie mit Yoda und noch Obi-Wan oder Anakin oder so mit 6 Aktivierungen und dann einfach irgendwie 5-mal passen hintereinander, das wäre natürlich gerade in den ersten Runden irgendwie wirklich ziemlich witzlos. Aber so wie sie es jetzt gemacht haben, finde ich es eigentlich echt eine schöne Ergänzung. Hätte ich nie mit gerechnet, aber so auf den ersten Blick sieht es ziemlich sexy aus. Ja, was ich auch sehr gut finde, ist, dass sie sehr viel Feinheit und Feingefühl mit den Regeln zeigen. Also gerade dieses und auf Karten, ja, das ist so, ich habe erst gedacht, was? Ach so, ja, richtig, Command-Karten wie Ploy oder Krennic oder so, ne, wo man Aktivierungstokens hinlegt, die lässt man dann mal schneller außer Acht, aber natürlich müssen die dann auch zählen, ja, und das finde ich gut, wenn man sowas dann halt auch beachtet sieht, ne. Ja, das spricht halt dafür, dass sie sich halt auch... System kennen, verrückt. Ja, aber das sollte man schon lobend erwähnen. Ja, hast du natürlich recht. Also die Regeln wirken, was wir jetzt gesehen haben, bis jetzt halt sehr durchdacht und mir gefällt bis jetzt auch das Wording sehr, sehr gut. So, weil ich finde eigentlich alles ziemlich klar geschrieben. Ja, ich finde es relativ klar geschrieben. Es sind manchmal sehr viele verschachtelte Sätze, was fürs Englische eigentlich sehr untypisch ist. Aber wenn man sich durch den Satz komplett durchgekämpft hat, dann ist er meistens sehr klar, das stimmt. Naja, aber wir als Deutsche sollen uns bei verschachtelten Sätzen ja direkt wohlfühlen. Ja, deswegen finde ich das auch so strange. Also, ja, das kennen wir. Das mache ich sonst auch immer. Ja. Und das waren dann schon quasi die beiden Artikel, die wir sprechen wollten, ne? Ja. Können wir kurz darüber reden, was wir denken, was so passend für einen Einfluss so auf den Listenbau und so haben wird? Bitte erzähl mal alles. Ich hatte das eigentlich eher von euch erhofft. Also ich habe ja schon gesagt, ich glaube, dass so neuen Aktivierungen auf jeden Fall wieder sehr interessant werden. Bin ich mir relativ sicher, weil da ist man eben genau diese eine Aktivierung von 10 entfernt und kann dann einmal passen. Das ist so, denke ich, der Sweet Spot.
Aber ich glaube trotzdem nicht, dass 8 Aktivierungen jetzt irgendwie der neue Shit werden. Also nee, das Philipp natürlich. Danke. Ich denke auch nicht, dass jetzt irgendwie 8 Aktivierungen das der heiße Scheiß ist, aber das, was ich auf den ersten Blick denke und vor allen Dingen auch hoffe, ist, dass es nicht mehr, was man ja gerade auch wieder, gerade wenn es ums Kompetitive geht, sieht, dieses hohe Aktivierungszahlen um der hohen Aktivierungszahlen willen, also irgendwie 11, 12 Aktivierungen, weil das ist so der, also es gab, also ich kann mich an Zeiten erinnern, da waren ja 9 vollkommen in Ordnung, aber dass man halt wirklich, dass man noch mehr quasi dazu angestiftet wird, quasi auch das zu spielen, worauf man einfach Bock hat und jetzt nicht sagt, irgendwie, ich muss da jetzt noch unbedingt irgendwie 2 Sniper-Teams reinkloppen, damit ich auf die 11 oder auf die 12 komme, sondern man halt auch guten Herzens sagen kann, hier, wenn ich jetzt 9 oder 10 spiele, dann kann ich mit dem Passen trotzdem auf die 11 quasi indirekt kommen oder auf die 10, wenn ich 9 spiele und das dann quasi auch wieder noch kompetitiver machen. Das denke ich, das ist eine ganz schöne Sache. Und das glaube ich einfach, also vor allen Dingen, ja, weiß ich nicht, wenn du teure Panzer spielst und so, dass du da irgendwie, dass das noch mehr Spaß macht für die Spieler. Oder Panzer und ein Jedi oder irgendwie sowas, das spielt man jetzt so häufig ja nicht zusammen. Also, dass man irgendwie solche Sachen spielen kann, ist ja jetzt auch nicht unbedingt großartig kompetitiv, aber dass man das dann in dem Fall dann guten Herzen spielen kann, weil man dann trotzdem 10 Aktivierungen quasi mit dem Passen hat, indirekt. Ja, also ich finde halt, wenn ich an den Tisch gehe mit meiner neuen Aktivierungsliste und der Gegner 10 hat, freue ich mich halt riesig. Weil dann hat er durch seine 10 Aktivierungen keinen Vorteil mehr, gar keinen. Weil ich ja einmal passen kann. Fertig. Gar keiner ist halt schwierig zu sagen, es sind halt immer noch Vorteile da aufgrund. Ja klar, man hat ja trotzdem Aktionen und kann damit Sachen machen. So. Ja, und klar. Aufgrund des Timings, je nachdem, was du machen möchtest. Aber ja, also ich denke, also das ist jetzt schon sehr in die Kristallkugel geblickt, du spielst halt entweder, ich denke es wird auch, dass du entweder Sachen wie 9 oder 10 Aktivierungen sehen wirst oder halt 13. Ich denke, du wirst halt ganz oft halt nicht mehr diese zusätzliche Aktivierung halt nehmen, um auf 11 zu kommen oder auf 12 zu kommen, sondern wenn, dann brauchst du halt schon 13, um halt wirklich konstant mehr zu haben als der Gegner. Ja. Oder halt, du bleibst einfach auf deinen 10 und fühlst dich wohl. Dass 13 wieder zurückkommen werden, mit den, so wie es bei den Steps mal eine Zeit lang war? Also ich denke, das ist halt eine der Optionen auf jeden Fall, weil einmal fühlen sich wieder Leute wohl, indem sie 9 Aktivierungen bauen, zum Beispiel. Und dann deswegen kannst du 13 halt noch mehr halt dann machen, weil auch weniger dann dieses extra nehmen, um 11, 12 zu machen. Deswegen kannst du da deinen Vorteil immer noch ausbauen. Das glaube ich schon. So, ja, okay. Verstehe. Ist aber halt hart in die Kristallkugel gesprochen. Ja. 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 Also man wird halt auf jeden Fall diese Filteraktivierung weniger sehen. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Dieses berühmte eine Sniper-Team oder so, was auch Philipp schon gesagt hat. Ja, oder einfach das, mal 6B1-Druiden. Wer wird schon noch 6B1-Druiden mitnehmen? Diesen super Missionsziele zu machen? Ja, ich immer. Ich wollte gerade sagen, was hast du wie meine B1-Druiden? Ja, sehr cool. Ja, aber es ist also, um da jetzt halt wirklich in die Kristallkugel zu sprechen, braucht man noch mehr Regeln. Sind wir ganz ehrlich. Um das alles in den Kontext zu sehen. Aber ich finde es jetzt halt, was positiv ist, dass man halt die 2 Artikel liest und jetzt nicht sagt, man muss in die Kristallkugel sehen, damit es positiv wird, sondern wir müssten in die Kristallkugel gucken, quasi, um zu sehen, ob es negativ wirkt, weil es im Moment halt alles positiv wirkt. Das ist mir halt die liebere Variante. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, weil jetzt doch schon relativ ausgeklügelt ist, es wird. Ich glaube nicht, dass AMG das versemmelt. Dafür ist denen das viel zu wichtig. Ja, und es ist halt genau das, was sie im ersten Artikel angekündigt haben. Ne? Es ist keine komplette Neuauflage der Regeln und keine neue Edition oder so, sondern es ist halt geschickt und gezielt da angepackt, wo man sieht, okay, man könnte vielleicht Sachen
verbessern, ja, ohne das Spiel komplett auf den Kopf zu stellen. Und das ist ja genau das, was wir wollen im Endeffekt. Ja, richtig. Das muss man ihnen dann auch schon lassen und auch anerkennen, das haben sie dann mit den beiden Artikeln schon gut gemacht. Ja. So, also, wirklich. Ich bin sehr zufrieden. Ja. Ja. Ich habe echt wenig noch zu sagen, weil es steht ja für sich, das meiste, ne? Wir sind glücklich. Das steht ja für sich, sonst. Gut, wir sind jetzt nicht die, die immer nur meckern, aber sonst meckern wir ja auch manchmal, wenn wir nicht zufrieden sind. Mhm. Also ich muss einfach sagen, ich bin einfach glücklich, dass das Jahr jetzt so zu Ende geht. Und wir so ins Jahr 2023 starten. Also das ist für mich persönlich schon ein Highlight dieses Jahres, quasi, dass wir jetzt nicht mit negativen Gedanken irgendwie ins neue Jahr starten, sondern wir wissen, so, das ist super. Also ich freue mich schon auf Januar. Und Januar ist eigentlich mein Hassmonat. Also der 16. Januar ist ein großer Tag, ne? Also ein großer Tag. Ich freue mich drauf. Das stimmt. Und kann man direkt in dem 1. Februar turnieren und so direkt mit den neuen Regeln spielen und so. Das wird bestimmt super. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich es lustig finde, dass ich mit, also tatsächlich mal sagen würde, ich, für den schon Interventionen geplant worden sind, wegen seiner Miniaturenkaufrauschen, dass ich mich tatsächlich mal auf etwas mehr freuen würde, als auf Figuren kaufen. Einfach nur auf Regeln. Nee, das ist tatsächlich so. Also die müssten jetzt schon viel ankündigen, also anstatt die Regeln, dass ich mich darauf mehr freuen würde als auf die Regeln. Mir würde ein, zwei Sachen einfallen. Ich wollte gerade sagen, AMG Drop Ventress, Einheitenkarte, Philipp. Kilian, du hast mich nicht durchschaut. Ich habe das gerade so hochnäsig behauptet, weil ich ja schon weiß, dass sie kommt. Ja, das ist gut. Macht AMG halt irgendeine Jaja Binks Armee, die dich total faszinieren wird. Absolut, total. Oder was ähnliches, ja. cool. Ja. Wollen wir noch was zu den Artikeln sagen oder sind wir erstmal glücklich? Glücklich. Es gibt Artikel, die Artikel sind gut. Das ist. Wollen wir noch Hobbyzone mal wieder machen? War wieder ein bisschen her. Klar, gerne. Philipp, dann fang doch einfach an, du Figurensüchtiger. Figurensüchtiger, ja. Star Wars Legion-mäßig. Ich habe jetzt für mein Imperial Remnant-Projekt habe ich die Bases gemacht. Dann habe ich halt viele Herr-der-Ringe-Figuren auf dem Markt, die stehen im Moment. Ist ja momentan auch so ein bisschen an unserer Schale gepackt, so neben Legion. Und dann war ich halt noch jetzt vergangenes Wochenende spontan, weil das, was ich eigentlich machen wollte, ausgefallen ist auf einem 6-Mann-Turnier in Bocholt. Davor in Gelsenkirchen auf einem 30-Mann-Turnier, glaube ich, war es. Also ich habe das, lasse das ja quasi mit Legion ausklingen. Vielleicht fahre ich auch noch zu Kilians Turnier am 27. Muss ich aber noch, da gibt es interne Kommunikationsschwierigkeiten, da muss ich noch abklären, aber auf jeden Fall ist der Dezember sehr. Ich muss den Arsch nicht hochkriegen, ich habe alles organisiert gekriegt. Also ich habe dir die Beweise geschickt. Nee, und das war quasi, das ist quasi das, was momentan bei mir so gegangen ist. Okay. Und Herr der Ringe-Figuren sammelst du auch? Herr der Ringe, ich versammle dich nicht, das ist die bessere Frage. Ich versammle ich nicht. Ich habe hier, ich habe jedes Star Wars Tabletop. Herr der Ringe, jetzt müssen wir eine neue Report holen, dann habe ich die großen drei zusammen, glaube ich. Okay. Fabian, was geht bei dir ab? Ja, dieses Herr der Ringe ist ein neues Tabletop. Habe ich gehört. Das gibt's noch nicht so lange. Oh Mann, ey. Ja. Ja, Kilian, du musst auch noch anfangen, ne? Ich habe meine ersten Games Workshops Figuren jetzt mal gekauft. Ich habe aber erstmal klein angefangen mit so einer Starter Isengard Box. Die habe ich jetzt grundiert und male sie an. Ja. Und spiele damit lustig hin. Man muss bei diesem Spiel, ihr werdet es alle nicht glauben, mit einfachen
sechsseitigen Würfeln würfeln und damit Zahlen und so und Tabellen und nachgucken. Es gibt ganz viele Regelbücher. Es ist ganz verwirrend für mich. Es ist eine ganz neue Welt. Es ist keine gute Welt, aber sie ist auf jeden Fall da. Und die Figuren sind wirklich schön. Es gibt schöne Figuren. Ja, wenn ich sie angemalt habe, sind alle Figuren einzigartig. Das auf jeden Fall. Das geht, das kann ich unterschreiben. Nee, und sonst so Legion, ja, wenig, um ehrlich zu sein. Wie hatte ich ja eben schon mal gesagt, irgendwie, ich habe zwar die IGs jetzt auch mitgrundiert und mal die gerade mit an, so ein bisschen. Aber sonst ist es im Moment als Imperium-Spieler einfach zu einfach zu gewinnen. Mhm. Das lassen wir so ähnlich stehen, das ist okay. Ist was Wahres dabei. Kilian. Ja, ich war vor kurzem bei den Drunken Dwarfs in Duisburg auf einem Turnier zu Gast. Das war sehr gut, hat echt viel Spaß gemacht. Von daher nochmal Grüße an den Daniel. Der postet ja auch immer ganz viel bei Facebook. Also die Jungs machen sich echt sehr, sehr viel Arbeit, haben ein cooles Vereinshaus, Vereinsräume, machen jetzt noch mehr Fläche für und noch mehr Platz für noch mehr Spiele. Also die legen sich richtig ins Zeug, echt cool. Wenn ihr da aus der Nähe seid, würde ich euch empfehlen, da vorbeizufahren. Dann hat es der Philipp schon gesagt, bei mir im Dezember kommt nochmal ein Turnier mit speziellen Listenbauregeln, einfach so ein bisschen für nach den Feiertagen und vor dem neuen Jahr das Ganze noch so ein bisschen witzig ausklingen zu lassen. Und um Blizzard Force zu nerven. dann habe ich gerade heute Vormittag wurde mein nächstes Turnier im Februar freigeschaltet, am 12. Trifft sich sehr gut, um die neuen Regeln mal auszutesten. Und ansonsten bin ich weiterhin mein Snail Tank am Malen. Das ist halt ein relativ großes Projekt. Also, Philipp wird immer bombardiert mit Bildern. Manche bemalen eine Armee und du bemalst halt einen Snail Tank in der Zeit. Richtig. Das ist so. Also ganz ehrlich, im Endeffekt ist der Snail Tank von Kilian, das ist quasi das Dach der Sixtinischen Kapelle. Also, der hat da Ecken angemalt, die habe ich, glaube ich, bei mir sind die einfach so, wie die aus der Fabrik gekommen sind. Also, das ist der absolute Wahnsinn, wenn ich die Bilder da immer bekomme, die Kilian da mal. Das ist tiefe Kunst. Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht so viel davon gesehen, aber ich bin halt auch nicht so wichtig. Oh. Ist da jemand beleidigt? Ich merke mir das schon, es ist okay. Ich merke mir das. Kilian, der Finder will mehr Schnecken haben. Der braucht mehr Schnecken in seinem Leben. Oh, nee, diese nicht. Ja, vor allem das wirklich Geile beim Snail Tank, also bei dem Modell, ist, dass sich jemand mit wenigstens rudimentärem mechanischen Verständnis darüber Gedanken gemacht hat, wie so ein Ding fahren könnte und dass das einigermaßen so auch funktionieren könnte, wie das im Modell ist. Und das finde ich cool. Das gefällt mir echt extrem gut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir... Nee. Ja. Cool. Ich wollte übrigens auch zu diesem Drunken Dwarf Turnier. Hätte ich echt Bock drauf gehabt, aber ich habe lieber gepflastert an dem Tag. Das ist okay, weil ansonsten hättest du es gewonnen und nicht ich. Fair. Dafür ist meine Antwort jetzt fertig. So, das macht mich sehr glücklich sogar. Ganz privat so. Das war auch eine scheiß Arbeit. Also, pflastert niemals selber. Das macht einen nicht glücklich, ich sag es euch. Lasst euch von Papa Finn etwas sagen. Lasst es nicht selbst. Ja. Das ist echt scheiß viel Arbeit. Gerade und jetzt nach der Hobbyzone noch die Hausbautisch von Finn. Ja, gerade ich finde. Gerade wenn eure Frau eine Auffahrt will, wo 4 Autos draufstehen können, lasst es einfach machen. Es lohnt nicht. Alle Freunde werden euch danken. Ja. Außer wenn Fabian kommt, der die ganze Auffahrt alleine mit einem Auto blockiert. Das war ziemlich witzig. Ich habe sehr gelacht.
Ich komm nach Hause, denke so, okay, jetzt kann ich gleich schon auf dem Auffahrtparken, da steht Fabian schon da und ich muss wieder auf den Straßenpark, wo meine Auffahrt dicht ist. Das war sehr gut. Egal. Ich bin auch ein bisschen im Herr der Ringe-Fieber, weil diese geile Osgiliath-Box mir einfach richtig angeturnt hat. Und gerade in diesem Podcast habe ich meinen Frodo, Sam und Gollum quasi fertig angemalt. Und diese Figuren habe ich damals als 12-Jähriger auch angemalt gehabt. Genau dieselben Figuren. Die habe ich jetzt so entfärbt gehabt, mal die gerade wieder neu. Das macht mich irgendwie ziemlich glücklich. Weil genau die Figuren hatte ich hier wieder bei mir gefunden. Oh ja, direkt entfärbt, mal bemalt, das ist irgendwie cool. Ja. sonst, Legion-mäßig, Gelände. Ich habe, glaube ich, irgendwas Geländemäßiges mal wieder gemacht zwischendurch. Ja, das wäre irgendwie komisch gewesen, wenn du das nicht gemacht hättest. Ja, es wird wieder Zeit. Ja, deswegen kriege ich auch bald Dröfni und X-Wings und Bunker. Das wird toll. Ja, sonst ist Hobby gar nicht so. Also, Herr der Ringe, ich habe jetzt echt in der Zeit, wo Kieran sein Snaefdeck halb angemalt hat, habe ich eine Mordor und eine Gondor-Armee angemalt. Ey, er ist nicht halb angemalt. Zwei Drittel? Kilian will dir doch nur einen Snaefdeck. Kilian will dir doch nur einen Snaefdeck geben, der Mordors würdig ist. Das mit Count Dooku, Saruman, die sind doch gute Freunde aus der Schulzeit. Das stimmt. Das hat man oft. Zum Verwechseln ähnlich, könnte man sagen, sind die. War jetzt letztens ein Kumpel bei mir und hat gesagt, ja, wie kannst du das denn jetzt hier vor dir selber rechtfertigen, hat die jetzt noch da wieder mit angefangen hat, habe ich gesagt, das ist ja nicht so weit rausgelehnt, im Endeffekt habe ich halt nur angefangen wegen Christopher Lee. Also ich bin ja ein großer Count Dooku-Fan, das ist ja nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Also das kann man auch darüber begründen, wieso man dann so viel Geld da reinsteckt. Wenn du jetzt zu jedem Film mit Christopher Lee das Tabletop dazu anfangen müsstest. Das wäre super. Ja, also James Bond und Dracula habe ich hier auch stehen. Was machst du so? Ich sammle Christopher Lee mir jetzt. Okay. Legit, gut. Ja. Das ist gut. Ja, weißt du, das Schlimmste ist, ja, und warum hast du mit Flames of War und Bolt Action angefangen? Ja, der hat ja selber im Zweiten Krieg gekannt. Was willst du machen? Ja. Oh Mann. Das ist schön. Ja, ja. Schade, dass dieser Schauspieler nicht mehr unter uns weilt. Aber ja. Ja, gut. Ne? Er ist immer da. Gut, dann haben wir quasi euch alles gesagt, was wir sagen können. Ja, noch, könnt euch noch mehr sagen. Freut euch schon aufs Weihnachtsspecial, der Philipp ist schon heiß. Ja, Handelsföderation. Ne? Ja. Keiner Spoiler. Ja, der Philipp ist heiß, das wird super. Ich habe mir auch schon eine Kanne Glühwein dafür besorgt, dass wir ihn dessen ertragen kann. Ich wollte gerade sagen, du hast schon zwei Stunden irgendwie Kommentatoren von dir aufgenommen und blendest das dann einfach ein und ich setze mich hier alleine hin und erzähle einfach was. Einfach winken und lächeln, ne? Hm. Ja, die Männer mit der weißen Jacke kommen schon. Ja, das wird großartig. Gucken halt mal, dass wir nächste Woche euch dann quasi dann nochmal die anderen beiden Artikel zusammentragen. Dann haben wir quasi zwei Podcasts, so vier Artikel. Das ist relativ okay, denke ich. Ja. Noch irgendwelche Worte, die ihr den Zuschauern mitgeben wollt? Dann danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.